Jo, meine lieben Zuschauer, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Games. Und heute, Leute, sprechen wir mal über ein interessantes Thema. Und zwar, Leute, oh mein Gott, oh, einfach irgendwas geöffnet. Und zwar, Nebelneek ist zurück auf YouTube, Leute. Und als erstes dachte ich mir nur so, what the fuck? So von dem her, weil ich habe Nebelneek früher geguckt, also richtig heftig geguckt, in dieser Zeit, in der einfach Minecraft Skywars explodiert ist, Leute. Ihr müsst einfach, für die Leute, die sich nicht daran erinnern, Minecraft Skywars war damals noch krasser im Hype als Fortnite. Und damals hat jeder Skywars gebracht, sogar die Leute, die nichts mit Minecraft zu tun haben, angefangen einfach Skywars zu spielen, weil es einfach geil war. Weil jeder es einfach gemacht hat. Es war einfach Gommel war seit langem dann wieder auf 20.000 Zuschauer wieder voll. Und das war einfach extrem krass für jeden, der sich das angeschaut hat und halt da gespielt hat. Und da habe ich auch Nebelneek geschaut. Und er hat da immer seine MLG-Videos gebracht, die extrem heftig geschnitten waren. Extrem aufwendig. Also Leute, jeder YouTuber sollte sich an Nebelneek mal ein Scheibchen abschneiden, denn dieser YouTuber ist einfach so krank gewesen auf YouTube, das ist einfach der Wahnsinn, oder ist so krank auf YouTube. Ah, was? Ich habe ihn nicht bekommen? Oh mein Gott, Alter. Wie gesagt, Leute, Alter, Nebelneek war einfach der krankeste aller Zeiten. Es war auch so, dass er einfach in 2015 war das, glaube ich, als Skywars of Gommel rausgekommen ist, jeden Tag 10.000 Abonnenten dazu bekommen hat. Jeden Tag, Leute. Stellt euch das einfach mal vor. Und es war krass. Es war einfach unnormal. Und er ist einfach so fett in die Höhe gestiegen. Und er hat halt damals einfach jeden Tag oder jeden, ich glaube, jeden Tag war das. Jeden Tag hat er ein Video, also jeden Tag zwei Videos hat er hochgeladen. Und es war einfach ultra heftig. Und mindestens eins von beiden war immer ultra krass geschnitten. Und viel bearbeitet. In seinem Video sagt er auch, dass er teilweise einfach so viele Stunden lang einfach nur geschnitten hat, dass er sein Zimmer einfach teilweise, oder sein Haus besser gesagt, oder ich weiß nicht, was er hat, eine Wohnung, keine Ahnung, wo immer auch wohnt, einfach nicht verlassen hat, weil er einfach so krass an Videos gesessen hat. Er war einfach so lange da dran, hat immer an Videos geschnitten, hat nur 4 Stunden oder so geschlafen, damit er am nächsten Tag wieder fit aufstehen kann und für euch YouTube-Videos machen kann. Das war krank. Und Leute, wie der Zufall es auch so will, ist etwas passiert, was natürlich extrem schade ist. Davon wussten wir halt alle leider nicht, sondern halt bis jetzt. Ihr könnt euch das Video gerne mal reinziehen. Und bis dahin wissen wir halt, bis dato wussten wir halt leider nicht, was los war. Auf einmal war er weg. Und das Ding ist halt, wie er in seinem Video gesagt hat, als ob ich jetzt vergiftet bin. Er ist, seitdem er 13 war, durchgehend am Zocken gewesen, also so richtig. Und Leute, wenn ihr nicht der krasseste Pro der Welt seid, sitzt ihr nicht komplett gerade vom PC, denn ich denke, jeder sitzt immer so ein kleines bisschen gekrümmt vom PC, also immer so ein bisschen mit dem Rücken so ein bisschen gekrümmt vom PC. Ich denke, so sitzt jeder immer vom PC. Und Alter, ich werde jetzt gleich getötet, gell? Nein, nein. Und ich denke mal, Leute, lol. So, Leute, Alter, ich bin jetzt einfach mal 1 gegen 1 gegangen, weil ich in keine Runde Ender Games mehr reingekommen bin, Leute. Und zwar, wer nicht der größte Pro aller Zeiten ist, sitzt nicht komplett gerade vom PC, sondern immer ein bisschen gekrümmt. Und das ist halt auf Dauer für den Rücken nicht so super. Und da er eine erblich bedingte Rückenkrankheit hat, also erblich bedingte Rückenkrankheit, also ich weiß nicht ganz genau, was es war, ich konnte es mir irgendwie nicht merken, aber er hat eine erblich bedingte Rückenkrankheit, die ihn einfach seine komplette Wirbelsäule einfach zerstört hatte. Und er hat es zwar mit der Zeit immer gemerkt, er hat auch immer gemerkt so ein bisschen, dass es langsam schlimmer geworden ist, aber er dachte sich nur, nein, er zieht die Videos durch, er haut es. Und dann, wie der Schicksal es einfach so wollte, kam einfach der Tag, einfach an dem sein Körper gesagt hat, nee, du, es reicht mir jetzt langsam. Und dann komplett hat er den heftigsten Burnout aller Zeiten erlebt, Leute. Wer nicht weiß, was ein Burnout ist, du wachst auf und du fühlst dich komplett scheiße. Also
alle möglichen Symptome und deine Schmerzen waren extrem krass und alle wirklich möglichen Symptome wie Lustlosigkeit oder Depressionen und nicht mal so kleine Depri-Phasen, wie das Mädchen oft haben, sondern so richtig heftig, also gar nichts, der manchmal... Manchmal überhaupt nicht, also ihr ging es richtig scheiße, Leute, also unnormal beschissen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlecht es ihm gehen musste. Und ich finde es halt einfach ultra heftig, dass er jetzt einfach da wieder trotzdem zurückgegangen ist. Und er hat auch gesagt, dass es ihm besser geht, also mittlerweile besser geht. Und ich finde es einfach richtig nice, dass er wieder da ist. Und ich hoffe, dass er heilt, also ich wünsche ihm eine gute Genesung, dass er bald wieder heftige und nice Videos machen kann. Natürlich wäre es krank zu sagen, dass er direkt wieder weitermachen soll, wie er vorher gemacht hat, sondern ich sag echt, er soll Stück für Stück anfangen, damit er sich einfach nicht wieder komplett kaputt macht. Aber dass er wieder da ist, finde ich einfach extrem geil, einfach YouTube-Legende. Und Leute, das Geilste ist immer noch, er hat so 500.000 Abonnenten, so seit 2 Jahren, dann lädt er wieder so ein Video hoch, direkt 600.000 Abonnenten geknackt, richtig heftig. Aber ich meine, Nebelnik ist auch einfach jemand auf YouTube, der einfach extrem krass ist. Und ja, das war eigentlich alles, was ich noch dazu sagen wollte zu dem Thema. Und dann vielleicht kriege ich den noch, ne? Ich bin tot. Und es war eigentlich alles, was ich zu diesem Thema dazu sagen wollte, Leute. Und da würde ich einfach mal sagen, machen wir noch einen Kampf? Machen wir noch... Ein Kampf geht noch. Ja, lol. Hey, ich kriege jetzt einen Timeout. Ich will keinen Timeout. Hallo. Okay, wir sind jetzt in der Runde, Leute. Und ich finde es halt richtig heftig. Also, Leute, müsst echt aufpassen, ne? Wie er gesagt hat, man sollte echt viel und fett rausgehen, damit man, weil er hat sich einfach damals dieses Ziel gesetzt, dass man einfach, wie soll ich sagen, dass er einfach richtig YouTube einfach komplett durchziehen wollte und somit hat er auch viele seiner Freunde oder halt die meisten seiner Freunde einfach verloren, weil er halt seine Schule abgebrochen hat, nur um YouTube durchzuziehen. Und ich meine, er hat es auch geschafft. Also Nebelnik ist einfach einer der krassesten Minecraft-YouTuber überhaupt oder der YouTuber, die überhaupt noch Minecraft bringen. Also ich weiß nicht, was er bringen wird, wenn er wieder anfängt. Also ich hoffe immer noch Minecraft und ich hoffe nicht, dass er auf diesen Fortnite-Zug aufspringt, denn das finde ich echt ein bisschen gay. Und dass ich hoffe, dass mit ihm einfach Minecraft wieder seinen Hype zurück erlangt und das wäre halt ultra nice. Und da würde ich einfach mal sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einer Bewertung. Haut rein, mach's gut und